Guten Tag, mein Name ist Andrea Hoff-Domin. Ich bin der Broker der Florida Dream Homes Realty in Fort Lauderdale. Heute möchte ich Ihnen etwas über den Immobilienmarkt hier in Südflorida erzählen. Die Daten sind vom 7. November 2011. Gemäß den Untersuchungen der National Association of Realtors sind die Immobilienpreise langsam wieder am Steigen. Die Association hat 146 Immobilienmärkte untersucht und dabei festgestellt, dass der mittlere Hauspreis um 1,6% gestiegen ist und jetzt nationwide bei 190.000 US-Dollar für ein Einfamilienhaus liegt. Die Hitliste von diesen Immobilienmärkten ist von Florida angeführt. 7 Städte in Florida besetzen die Position innerhalb der ersten 10. Und auf dem Platz 2 ist die Stadt Miami. Dort sind die mittleren Hauspreise über das Jahr gerechnet um 25,6% gestiegen. Und das bedeutet, dass jetzt ein Einfamilienhaus ungefähr 250.000 US-Dollar kostet. Das ist immer noch ein sehr günstiger Preis für die Immobilien und dieser günstige Preis zieht derzeit viele internationale Buyer nach Florida, die sich hier eine besonders gut günstige Immobilie kaufen. Aber auch das wird sich ändern. Die Prognosen sagen, dass die Unemployment Rate, die derzeit noch im zweistelligen Bereich ist, sich im nächsten Jahr verbessern wird. Das heißt, wir rechnen mit 2,6% mehr Arbeitsplätzen. Damit kommen auch wieder mehr US-Amerikaner auf den Markt, um die Immobilien zu kaufen. Und der Bedarf wird weiterhin steigen. Der Haupttreiber für die neuen Arbeitsplätze sind zwei Projekte im Großraum Miami. Einmal der neue Casino-Komplex, der dort gebaut werden soll, und das Projekt der Hafenerweiterung. Beide liegen downtown Miami. Vielen Dank, das war's für heute.